Hallo miteinander, mein Name ist Yves Albrecht und ich bin Produktmanager bei VeloPlus. Heute stelle ich euch die neue Donau-Seitentasche vor. Die gibt es in zwei Farben, nämlich einmal in grün und einmal in blau. Die Tasche besteht aus Planenmaterial, ist 100% wasserdicht und wird klimaneutral in den Werken der VD hergestellt. Es hat ein Aussennetz und ein grosses Innenfach. Im Netzfach kann alles Wichtige verstaut werden, das unterwegs schnell zur Hand sein muss. Zum Beispiel eine Regenjacke. Die kann man hier ganz einfach reinstopfen. Und durchs Netz ist die Regenjacke gut belüftet und selbst wenn sie nass wäre, würde sie unterwegs gerade noch trocknen. Im 25 Liter Volumen Innenfach hat es zusätzlich noch eine Innentasche, wo man noch Kleinigkeiten separieren kann. Mit dem praktischen Rollverschluss kann man die Tasche variabel im Volumen anpassen. Ich kann sie entweder nach oben spannen oder auch nach oben spannen. Wenn man sie nach oben spannt, hat man die Möglichkeit, mit einem Schultergurt die Tasche auch über die Schulter zu tragen. Beim Hakensystem von VD sind die Haken selbst werkzeuglos verstellbar. Einfach hier beim orangen Rädchen drehen und in der Länge variieren. Das gleiche gilt auch beim unteren Haken. Sind die Haken richtig positioniert, ist die Tasche im Nu montiert und wieder demontiert. Die Haken der Tasche haben übrigens eine zusätzliche Öffnung, wo man ein kleines Vorhängeschloss dran machen kann, sodass die Tasche nicht mehr vom Velo entfernt werden kann und geschützt ist von Diebstählen. Die Taschen sind ausgestattet mit Reflektoren, zum Beispiel wie hier hinten, damit du sicher unterwegs bist, egal ob im Alltag oder auf Veloreise. Ich wünsche gute Fahrt.